Servus Leute, heute mache ich nochmal diese Party, schätze ich mal, damit ich endlich mal noch die nächste Boss-Dingsbums krieg nach dem Weapon-Test. Ich glaube, das war's. Und das ganze andere Zeug hier, das sammle ich nebenher. Naja, hoffe ich. Moment, wie war das nochmal mit der Party? Da muss ich hier hin. Revisit, deploy. Mysterious Party, war das nicht das mit diesem Spinnenviech-Dingsbums? Ziemlich viele Dingsbums schon am Anfang von der Folge. Hm. Na hopp. Sind wir bald da? Hm. Ich höre immer noch das Lagerfeuer vom Schiff. Das heißt, es kann eine Weile dauern. Aber nur ein bisschen. Was ist los? Hallo? Aha. So. Stocher. Stocher. Verdammt, ich habe was vergessen. Verdammt, ich wollte auf die andere Seite. Egal. Ich wollte ja den Double Jump wieder reinmachen. Diesen komischen Rocket Jump, der ist irgendwie seltsam. Finde ich. So. Hey, da sind auf einmal andere Viecher da unten. Waren das nicht solche komischen vierbeinigen Riesenteile? Aha. Wusste ich's doch. Das war klar. Ich fange an aufzunehmen, dann hockt sich gleich einer aufs Klo und geht mal kacken. Zum Glück hört man das in den Folgen nicht so. So, jetzt muss man erstmal wieder warten, bis die das da fertig erzählt hat. Mhm. Der jüngste Champion bei der Jagd. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich leg mich erstmal hin. So. Ich habe ausgeschlafen, mach die Tür auf. Sehr schön. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wo lang. Drei Schläge braucht er, um kaputt zu gehen. Ha! Vergiftet! Ja! 12 Medical Kits! Was geht ab? Hey Typ! Hm, der hat jetzt einen Haufen Stimpacks dabei. Noch den. Ah ja. Nein! Boah. Ein Pusplum. Kommt es da eigentlich bei den Kisten hier drauf an, an welche man zuerst geht? So. Auf das Zeug, was da drinne ist? Hallo? So. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Weg war. Ich glaube, da oben geht's lang. Hm, Stocher. Stocher. Ha! Auf jeden Fall. Ach verdammt, da war ja eine Matratze. Ich hätte gar keinen Kit nehmen müssen. Egal. So, dann hier lang. Gerade gedacht, wieso steht hier 32, aber. Hm?
Was war das für ein Klirren gerade? Wer hat da gekämpft? Gegen was? Also, geht doch. Ah, okay. Und die Kiste komme ich nur, wenn ich die falsche aufmache. Aber das habe ich schon. Da hinten lang geht's nicht. Oder doch? Jawohl, vergiftet. Ist ja gut. Vergiftung 100 Jahre hier. Hoppla. Na gut. Doch keinen Damage genommen. Das war wieder der Käse. So. Wie voll waren das nochmal hier, nachdem das ganze Zeug darunter gekommen ist? Bitte nicht überlaufen. Hoppla. Ich wollte hier hinstehen. Na gut. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich lang muss. Das ist schon wieder viel zu lange her. Ma, der Speer ist kacke. Wenn man da zu nah an einem dran steht, dann... Was ist das? Ein Korallcreep. Verdammt! So, Labadosch, erzähl weiter. Ich geh aber hier lang. Naja, von mir aus. Ich glaube, das haben die letztes Mal schon gemacht. Scheint die irgendwie Spaß zu machen. Es dauert nur so ewig. Hoppala. Aha, der eine ist schon platt. Will ich die Pixel und die Stimpaks da unten wirklich rausholen? Nein. Ah, okay. Haha. Mit der letzten Energie. War klar, dass ich das Ding jetzt auch noch abkrieg. Achso, falscher Knopf gedrückt. Tach, Keule! Da ist ein Hebel. Da ist ein Typ. Gewesen. Hallo? Wieso schießt er nicht? Okay, eins habe ich. Ma, jetzt kriege ich das Stimpack nicht, oder was?
Achso, das waren die Flammen von dem, Armleuchter, Kronleuchter. Hallo! Ich finde das irgendwie lustig. Es hat nämlich weniger Damage gemacht, die ganze Zeit da reinlaufen zu lassen, als einmal auszuholen. Na, schon wieder so ein Heino. Na hopp. Jetzt kommt der komische Berserker da. Sollte ich besser aufpassen bei denen. Na, komm schon. Ich erwisch dich noch. Nein! Toll. Schön, dass er die Medikits jetzt da hinten am Arsch der Welt versteckt. So. Und ich glaube, ich bin beim Endgegner. So. Hey, check this out. Ich check this out. Oh, toll. So, warten, bis die Energie wieder voll ist. Geht's ab. Oder auch nicht. Oh, ein bisschen rumschnitzeln hier. Komische Mini-Viecher. Oh oh. So. Komm schon, du Krustentier. Stirb. Oh oh. Boah, das hätte ich ja fast übersehen, dass meine Energie schon wieder fast weg ist. Ja. Weißt du wieder, was da so kacke war? Genau, Alter, schießt dem mal seine Rüstung weg. Ich mach so lange die kleinen Deppen hier kaputt. Ey, die Alte schießt die ganze Zeit auf dich. So. Haha. Oh, da liegen ja noch ein paar Pixel rum. So. Ja, letztes Mal war da ja noch... Was? Irgendwie so ein komischer Gang. Irgendwo. So. Talk to the Floren Hunter, Outpost, see what is safe, bla bla bla. Alles klar. Mal gucken. Diamant, Tech Drive.
kein Job hat, was denn das? Skull Torch Stand Blueprint. Und 20 Dura-Steel. Beechte. Back to ship. Hoffentlich dauert es nicht wieder so lang. Okay, war schneller. So. Dann habe ich ja noch etwas im Inventar gehabt. Vorhin habe ich das gesehen. Hopp. Jetzt habe ich noch ein Häschen im Raumschiff rumhupfen. Naja, wenn es dann mal... Ah, jetzt. Gucken, ob der da oben runterfällt, wenn er da hinten ankommt. Das Blöde ist nur, dass der sterben kann wahrscheinlich. Mein Hund kann ich attackieren mit dem Messer hier, aber... mit dem Speer. Ah, ne. Er bleibt da oben. Na dann. Mein Chamäleophant läuft auch noch rum. So. Genau, Tech. Mach ich das mal gleich hier. Pulse Jump. So. Das hab ich, das hab ich, das hab ich. Bouncy. Gut. Auf zum Outpost. Kann ich zumindest mal die eine Quest abgeben. Nochmal 100 Jahre Ladebildschirm, wollte ich gerade sagen. Teleporterbildschirm. So. Boah, läuft der langsam. Wo ist jetzt der Heini, bei dem ich die Quest abgeben kann? Achso, jetzt habe ich ja wieder mein Double Jump. Ist gerade gedacht, so heavy, so höre ich das Raketenstiefel-Gezischen nicht mehr. Ah, da oben. Lauf ja nicht weg. Nö. Das Bio-Implant. Hopp. Geh weg. Ich hab's gesehen. War ja klar. Darf ich jetzt auf dem Schiff erstmal wieder das umstellen, damit ich... da unten noch hupft der Pinguin rum mit dem... Jo. Hab ich schon. Geht mir von dem Pinguin da weg. Conly Lonely. Aha. So heißt er also. Jo. Dann kann ich ja jetzt eigentlich direkt die nächste Mission machen. Und dann bin ich wieder auf aktueller Ständerung. Warte mal, falsch. Weapon Testing Site. Bitte nicht so lang. Ah, sehr schön. Dann wollen wir mal gucken, ob die Weapon Testing Site jetzt halt immer noch so schwierig ist. Achso, mein Dash funktioniert ja nicht mehr. Na, komm schon. Oh oh. Macht man direkt sein Overlord. Na komm.
Verdammt! So. Hey, was hüpft denn jetzt so blöd da rum? Oh oh. Komm schon. Na, toll. Okay. Das müsste doch bald kaputt sein hier. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Oh oh. So. Yay, Heat Protection Implants. Explore the hottest worlds. Aber erst einmal gucke ich hier, was noch in der Kiste ist. Hm. Nichts. Toll, danke. Naja, zwei Missionen habe ich jetzt geschafft. Jetzt müsste ich nur wieder auf die... schon wieder auf den Outpost. Little Ball. Hier. Codex already known. Ab in den Müll. Outpost. Das war halt eine ziemlich komische Folge. Halbe Stunde beamen. Typen umnieten. Dann wieder eine halbe Stunde beamen, Quest abgeben. Sag mal, wo ist denn der Pinguin jetzt dorthin? Hm. Da ist er. Das Penguin Bay. Hm. Okay, dann muss ich die anderen Quests wohl doch machen. Hm. Khaki. Das ist doch so ein hässliches Braun, oder? Great red painted hoverbike from Stored Nanites. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Aber nicht hier. Da leckt's mir zu sehr. Da mein Schiff ja über einem neuen Planeten steht, gehe ich einfach mal darunter. Dann gucke ich mal. Hm, hier mit dem Ding rumzufahren ist, glaube ich, ein bisschen kacke, aber ich versuch's. So, 9. Yeah. Hä? Ich häng fest. Kann das Ding auch springen? Ah ja. Oh oh. Komm schon. Jawohl. Irgendwie komisch. Und wie kriege ich das jetzt wieder eingepackt? Aha. Okay. Ist ja witzig.
Ach, schon wieder solche Hubla-Bubla. Ich bin wohl doch nicht auf den neuen Planeten gegangen, oder? Warum sind hier schon wieder diese Pilz-Hainos? Obwohl, das war ja ein anderer Planet. Nee, war es nicht. Meh. Bin schon wieder auf denselben Planeten gehüpft. Naja, egal. Dafür muss der jetzt sterben. Dann suche ich mir jetzt gerade einfach einen neuen. Moment, bevor ich das tue. Das da, das da. Und das hier noch. Den und den und den. Und das war's eigentlich schon. Glaube ich. Jo. Das restliche Zeug lasse ich jetzt einfach mal im Inventar. Processing. Hopp, Prozesse. Welchen nehme ich jetzt? Dense forest plant life produces plenty of oxygen. War ich auf dem hier schon? Keine Ahnung. Oder... Ocean Planet. Will ich nicht. Schon wieder ein Planet mit Ocean. Arid, Tropical, auf den war ich schon. Das weiß ich. War ich eigentlich schon auf so einem Schneeplaneten? Ich glaube nicht. Probiere ich jetzt einfach mal aus. Wo hockt der Hase eigentlich rum? Ach da. Was mache ich eigentlich mit den Räumen hier? Weil irgendwie alle Workbenches und sowas habe ich ja schon. Jetzt habe ich hier 20.000 Räume, mit denen ich nichts anfangen kann. Ah, warte mal. Gibt's doch irgendwie die Wood Crates noch? Mal gucken. Wood planks, cooking table, crafting table. Da. Wenn ich davon 9 Stück mache, müsste ich die doch. Moment, wie viel brauche ich? Oh. Hier. Ich glaube, ich muss noch ein paar Planks machen. So, dürfte jetzt mal wieder eine Weile reichen. So. Erstmal 3 Stück. Klatsche ich die mal da rein. Wo sind sie denn? Da sind sie. Aha. Ist sogar noch ein bisschen Platz nach oben. Das ist ja sehr schön. Gut, dann mache ich in der Kiste die Stimpacks rein. Und hier mal alles, was man schmeißen kann. Bomben, diese Dagger-Viecher, Schmeißblöcke oder was auch immer das sind. Critter-Catcher-Pot. Egal, was denn das? Ein Bienennest oder was? Naja. Käfernest. Kann ich das auch werfen? Kenne ich noch gar nicht. Ich probiere es lieber nicht aus. Da ist noch ein Haufen Primbim drinne.
Ich hatte doch hier irgendwo auch noch diese ganzen Throwing Dagger Gedönses. Ah, hier. Ist noch ein bisschen Blödsinn. Da sind noch welche. Hoppala. Was habe ich hier noch? Was ist das? Flugspotkin. Keine Ahnung. Ein Speer. Da sind noch Bomben. Da sind die Corrosive Grenades. Karapatze. Keine Ahnung. Ist da noch was zu werfen drin? Nein. Aber hier. Das ist nichts zum Werfen. Lernschwätze, Junge. Hier ist noch Futter drin. Da auch. Müsste ja schon längst Gammelfleisch sein. Das Hähnchen und so. Schmeißeknochen. Da habe ich auch noch was zu futtern drin. Moment, Bombe? Einfach nur Knochen. Okay, sind keine Wurfknochen. Das klingt eh komisch. Hey, hast du mal einen Wurfknochen? Hm, ein Moon Saber. Was ist das? Ach, das ist ein Sapling. Das muss man aber auf dem Bild auch erkennen, dass das ein Sapling sein soll. Wo waren jetzt halt diese Krallen? Da. Weil... Moment, irgendwas fehlt, glaube ich, noch. Konnte ich die überall machen? Robotic Crafting Table. Ah. Verdammt, verdammt. Da fehlen mir von diesen Krallen noch ein paar. Und ein Upgrade-Modul brauche ich auch noch. Menno! Ich habe gedacht, ich kann jetzt halt zumindest mal eine machen. Das ist ja doof. Wahrscheinlich habe ich auch genug von den Krallen, nur halt überall verteilt. So wie ich mich kenne. Einmal das, einmal das. Das da noch. Und dann das ganze Gepettele. Schmeiß ich auch mal noch mit da rein. So, das ganze Werfzeug. Gut. Das bedeutet dann wohl, ich muss diese ganzen Quests hier noch machen. Big Bone with Carvings. Da muss ich wohl wieder so ein Floranerdorf, war das glaube ich, finden. Was ist das? Achso, der wollte Leder. Ein Winning... Winning Ticket. Habe ich schon im Shiplocker drin. Hallo? Den Golden Ducky habe ich noch nicht. Ich habe den Golden Bunny gemeint, aber der ist ja falsch. Und das ist das Piratenschiff, das man irgendwo auf irgendeinem Planeten finden können muss. Und ein Gefängnis. Aber das Gefängnis hatte ich ja schon mal und habe aber nichts mitgenommen. Hm. Gut. Dann weiß ich jetzt nichts mehr. In der nächsten Folge gibt's Sammelwut. Und dann ist gut. Bis dann.